Warten wir nur noch auf High Strang und auf World's Dream. WorldStream ist jetzt in Position. Alles ist startklar. Und da ist der Starterfolg zum 5. Rennideepreis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover. Das Feld kommt das erste Mal an Ihnen vorbei. Es darf ruhig ein bisschen geklatscht werden. Wir wollen den Schwung der Pferde jetzt mitnehmen. Einmal herum um den Kurs. Nelke strebt an die Spitze, die Röttgenerin vor an der Innenseite. Dann Danza Klassiker. Weiter innen ist dann auch Sarinda auszumachen mit Ninfea vor Ninas Terz. Dahinter sieht man dann High Strung außen mit World's Dream. Und am Ende des Feldes galoppiert Global One. So biegt das Feld in die Gegenseite hinein unter der Führung von Nelke mit anderthalb Längen vor Danza Klassiker außen in zweiter Position. Die Französin Sarinda dahinter dann dicht auf dritte, dann in Fea vor Ninas Terz, weiter an der Außenseite, dann in den Ammerländer Farben High Strung. Dahinter sieht man dann World's Dream und am Ende des Feldes Global Want. Aber von der ersten bis zur letzten Position sind es vielleicht nur acht Längen, die Pferdemitte der Gegenseite, und Nelke marschiert vorne weg vor Danza Klassiker außen. Sarinda bleibt an der Innenseite prominent, dahinter dann an der Außenkante in den Fair von Ninas Terz mit weiter außen High Strung, dahinter dann an der Außenseite World's Dream und am Ende des Feldes Global Want. So gegen die Kandidaten jetzt in den Schlussbogen hinein und den Schlussbogen an. An der Spitze bleibt aber Nelke mit Andreas Helfenbein. Nelke weiter vorne vor Danza Klassiker. Die rückt jetzt näher heran an die Seite von Nelke. Dahinter dann Sarinda und Ninfea macht jetzt deutlich Boden gut, kann sich an die Außenseite weiter verbessern und in eine gute Ausgangslage bringen. 450 Meter noch bis zum Pfosten. Nelke wird von Andreas Helfenbein jetzt weit nach außen beordert. Sarinda an der Innenseite macht daneben noch einen guten Eindruck. Sarinda löst jetzt Nelke ab. Danza Klassiker versucht dahinter dann zu kommen. Und an der Innenseite, da hat World's Dream jetzt keinen Durchschlupf gefunden. Aber Sarinda ist vorne und Sarinda, die marschiert jetzt auf und davon. Sarinda mit Anthony Krastos ist an der Spitze, ist deutlich voraus mit zwei, mit drei Längen. Den Fair kann noch folgen. Dahinter dann High Strang. Aber der Sieg, der geht nach Frankreich. Sarinda gewinnt unter Anthony Krastos für das Quartier von Aurealex Panzal vor Ninfea. Dahinter dann wahrscheinlich noch Nina Sterz auf dem dritten Platz vor World's Dream mit High Strung und dann Danza Klassiker mit Nelke und Global Want. Nelke wird von Andreas Helfenbein jetzt weit nach außen beordert. Sarinda an der Innenseite macht daneben noch einen guten Eindruck. Sarinda löst jetzt Nelke ab. Danza Klassiker.